Hallo, ich habe im letzten Video schon erklärt, warum ich glaube, dass die Bankenrettung zu veränderten Spielregeln am Aktienmarkt geführt hat. Ich gehe jetzt nämlich davon aus, dass durch die Liquidität der Bankenrettung die Inflationsrate langfristig doch wieder eher steigt. Davor bin ich davon ausgegangen, dass sie eher sinken wird. Ja. Und ich gehe auch davon aus, dass die Zinsen nicht mehr massiv ansteigen. Das macht jetzt doch eine Neubewertung für verschiedene Aktien notwendig. Ein paar Aktien möchte ich mal in dem Video durchdenken. Ich habe vorher gerade ein Video aufgenommen, wo ich erklärt habe, warum ich heute in der Früh ein paar Vonovia-Aktien gekauft habe. Das war aber hochspekulativ. Und als Gegenstück dazu habe ich noch bei einer zweiten Firma zugeschlagen oder werde das tun, wenn die US-Börsen öffnen, und zwar bei General Mills. General Mills ist eine der für mich stabilsten Aktien, eines der stabilsten Unternehmen, im Unterschied zu Vonovia. Ich habe erklärt, warum ich in meinem Depot 80% stabile große Firmen habe, wo aber auch das Potenzial natürlich sich in Grenzen hält, und mit 20% zocke ich dann eher, ja, oder gehe größere Risiken ein. Ja. Und General Mills stellt da eines der Unternehmen da, die meiner Meinung nach in fast jedem Zukunftsszenario ganz gut performen werden. Wobei natürlich kurzfristig in der Wagpanung Panik auch da immense Schwankungen möglich sind. Ja. Aber General Mills ist also für mich eher so ein Stabilitätsanker im Depot, ja, den ich eben auch bewusst kaufe, gemeinsam mit Vonovia, um das Gesamtrisiko überschaubar zu halten. General Mills ist also einer der größten Lebensmittelhersteller, vor allem auf Nordamerika konzentriert, ist in den letzten Jahren vom Aktienwert um 100% gestiegen, ist also auch nicht günstig bewertet, anders wie Vonovia, die also in den letzten 3 Jahren um 50% gefallen sind. Aktien wie General Mills sind aber so gut wie nie günstig. Ja. Oder wenn sie günstig sind, dann ist das ein Anzeichen, dass die Panik wirklich massiv ist. Das ist noch nicht der Fall. General Mills hat gerade operative Zahlen, hat gerade Quartalszahlen veröffentlicht, und das operative Ergebnis im zweiten Quartal 2023 ist um 29% angestiegen. Ja. Das zeigt also, General Mills ist eins der Unternehmen, denen auch hohe Inflationsraten nichts anhaben können. Sie geben die höheren Kosten einfach an die Kunden weiter. Ja. Also im aktuellen Umfeld eine Steigerung des operativen Ergebnisses von fast 30% ist schon wirklich ein Zeichen dafür, dass die Firma es ganz spielend schafft, die höhere Kosten, die die Firma ja natürlich auch tragen muss, ja, zum Beispiel höhere Löhne oder höhere Treibstoffe für ihre Maschinen, dass sie es ganz locker schaffen, die Kosten an die Endkonsumenten weiterzugeben. Ja. Ich habe auch bei Vonovia ausgerechnet, wie viel Zinsen mehr als bisher müssen sie zahlen, wenn die Zinsen gegenüber früher bis zum Höhepunkt der Zinswende um 3% ansteigen. Das halte ich also jetzt nach der Bankenrettung für einen realistischen Wert. Davor bin ich davon ausgegangen, dass das sogar noch ein Eck mehr sein kann. Jetzt gehe ich davon aus, dass man dauerhaft 3% mehr Zinsen zahlen muss als im vergangenen Niedrigzinsumfeld. Bei Vonovia habe ich gezeigt, dass sich das haarscharf ausgehen wird, meiner Meinung nach, deswegen hochspekulativ ist. Ja. Bei General Mills sieht man, dass das überhaupt kein Problem ist. Ja. Wenn man also General Mills ist also mit 20 Milliarden in etwa verschuldet, das heißt 3% Zinsen zusätzlich macht 600 Millionen zusätzlich an Zinskosten, die General Mills zahlen muss. Als erstes sieht man bei den aktuellen Quartalszahlen, dass sie auch diese höhere Kosten an den Kunden weitergeben können. Aber selbst wenn nicht, macht General Mills ziemlich konstant 3 Milliarden an Gewinn pro Jahr. Das heißt, wenn die Zinskosten um 600 Millionen ansteigen im Verhältnis zu 3 Milliarden an operativen Gewinn, dann ist das etwas, was im schlimmsten Fall etwas Marge kosten kann, ja, was dazu führen kann, dass die Gewinne etwas zurückgehen, aber es ist weit davon entfernt, dass die Firma vor der Zahlungsunfähigkeit stehen würde, ja, was also bei Vonovia jetzt noch ein letztes Mal erwähnt, nicht unmöglich ist, ja. Aber bei General Mills könnten also die Zinskosten sogar um 10% ansteigen, was überhaupt nicht zu erwarten ist, weil dann sind die Hälfte der Firmen pleite, ja. Und General Mills könnte sich diese Zinsen noch immer leisten. Eventuell müsste dann die Dividende etwas gekürzt werden, aber auch das ist eigentlich nicht absehbar. Und General Mills ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 20 nicht günstig bewertet, ja.
Also meine Gewinnschätzungen für die nächsten Jahre jetzt im Verhältnis zum aktuellen Kurs, schüttet aber dabei immerhin noch eine Dividende von 3% zum aktuellen Einstiegskurs aus, und das pro Jahr in Dollar ausgezahlt ist für mich keine schlechte Investition. Also heute am Abend, wenn die US-Börsen geöffnet haben, dann werde ich ein paar Aktien von General Mills kaufen. Eine Aktie, wo ich vor kurzem bei einem Video gefragt worden bin, ist die von Knaus Tabbert. Also Knaus Tabbert ist der Hersteller von Wohnmobilen. Die Aktie habe ich mir nicht genau angeschaut, weil das ist so ein Produkt, da würde ich momentan mit den aktuellen Marktrisiken eigentlich auf keinen Fall investieren. Wohnmobile sind also klassisch so ein Nice-to-have-Produkt. Wenn es einem gut geht und wenn man gerade mehr verdient, als man eigentlich in den letzten Jahren geglaubt hat, dann kann man sich sowas als Luxus leisten. Es ist leider absehbar, auch durch die höheren Kosten der Bankenrettung und die weiter anziehende Inflation, dass zunehmend Menschen, die in der Vergangenheit genug Geld für ein Wohnmobil hatten, jetzt einfach so viel mehr an Heizkosten, so viel mehr an Kosten für Lebensmittel und für andere Sachen zahlen müssen, dass die Löhne nicht im selben Ausmaß ansteigen und dass also dabei vielen, das wird natürlich nicht jeden betreffen, es wird auch in 2 Jahren noch Leute geben, die sich ein Wohnmobil kaufen, aber die Anzahl wird deutlich zurückgehen. Und deswegen, also das ist meine persönliche Meinung, ist jetzt eigentlich diese Relationen, Verschuldung, Zinskosten und so, brauche ich mal bei Knaus Tabbert gar nicht anzuschauen, weil genau die Güter, also wenn ich davon ausgehe, wenn jetzt auch die Bankenrettung dann wieder über die Inflation gezahlt werden muss, und die Europäer oder auch die Menschen in den USA, zumindest die unteren 95% da ärmer werden, dann ist immer meine Überlegung, geben die Leute für diese Produkte noch immer genauso viel Geld wie früher aus, wenn sie 10% weniger verdienen. Und da ist das Wohnmobil eben klassisch eines der Punkte, wo man als erster einsparen kann. Wird auch passieren, dass viele Leute, die schon ein Wohnmobil haben, meiner Meinung nach, sich die Erhaltung immer schwerer leisten können, vielleicht draufkommen, dass sie ganz gern wieder auch bei anderen Urlaube machen würden. Das wird durchaus dazu führen, oder es ist möglich, dass mehr Wohnmobile gebraucht auf den Markt kommen, und das bedeutet also dann auch für die Hersteller von neuen, dass hier leicht zu erwarten ist, dass die Umsätze um 20% zurückgehen, und dann macht ein Unternehmen meistens schon überhaupt keine Gewinne mehr. Eine andere Aktie, die ich mir angeschaut habe, die für mich persönlich interessant ist, die mir schon seit vielen Jahren anschaue, immer mal wieder überlegt habe, aber noch nie eingestiegen bin, ist die Aktie vom Hamburger Hafen, also HHLA, wie die Abkürzung ist. Die ist auch jetzt deswegen interessant, weil sie im letzten Jahr um 31% gefallen ist. Ist also eine der Aktien, die im letzten Jahr besonders schlecht performt haben. Da kann man dann immer schauen, ob es vielleicht eine günstige Einstiegsgelegenheit gibt. Ja, und da gibt es Licht und Schatten. Also der Hamburger Hafen oder die HHLA hat 3 der Terminals dort, die sie betreiben, ist also schon etwas, was im Prinzip jetzt zum gewissen Grad konkurrenzlos ist, weil ich kann den Hamburger Hafen nicht daneben noch einmal bauen. Das heißt, das ist schon so ein Infrastrukturnadelöhr. Und die haben auch in den letzten Jahren ganz gute Zahlen, auch durch die Krisen hinweg, präsentiert. Es dürfte also so gewesen sein, wie die Containerschifffahrt in Problemen war und teilweise lange Wartezeiten da waren. Da hat der Hamburger Hafen auch mehr verdient, weil wenn die Container länger vor Ort stehen, dann kriegt man auch mehr Mieten für den Platz, wo man sie hinstellt. Die Geschäftszahlen vom Hamburger Hafen gefallen mir also ganz gut. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 7,5, die Dividendenrendite momentan sogar bei 6%. Das sind also alles Sachen, die mir eigentlich recht gut gefallen. Was man sehen muss, ist, dass die HLA auch noch Beteiligungen in Triest, Estland und jetzt kommt es Odessa haben. Also Odessa braucht man jetzt, glaube ich, nicht viel erklären. Ist momentan ein äußerst ungünstiger Standpunkt, um ein Containerterminal zu betreiben. Und HLA ist also da direkt vom Ukraine-Konflikt betroffen. Ist allerdings mittlerweile so günstig bewertet, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis eventuell trotzdem nicht schlecht wäre.
Auch hier habe ich mir eben das, was ich jetzt fast überall mache, angesehen, was wird passieren, wenn HLA auf einmal 3% mehr Zinsen zahlen müssten, als das früher im Niedrigzinsumfeld der Fall war. Das wären bei 2 Milliarden Schulden, die sie haben, 60 Millionen mehr, die sie pro Jahr an Zinsen zahlen müssten. HLA macht rund 200 Millionen operatives Ergebnis. Das heißt, je nachdem, von welchen Werten ich jetzt ausgehe, aber ein Drittel bis die Hälfte des operativen Ergebnisses müssten sie zusätzlich an Zinskosten zahlen, wenn die Zinsen eben gegenüber dem langjährigen Durchschnitt um 3% ansteigen würden. Das ist genauso eine Relation, wo ich sage, das ist jetzt noch keine Katastrophe, aber das kostet dann natürlich schon Marge. Ja. Wollte ich mir nochmal überlegen, muss mich da ja nicht entscheiden. Ich denke über viele Aktien nach. Beim Hamburger Hafen gibt es also durchaus Licht. Das ist die niedrige Bewertung, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,5 und eine Dividendenrendite von 6% ist schon hoch, aber es sind eben die Risiken auch da, also Stichwort Verschuldung oder die Beteiligung in Odessa. Was ich mir auch immer wieder angeschaut habe, ist, weil ich selber auch begeisterter Kunde davon bin, gebe ich zu, ist aber jetzt nicht das stärkste Kaufargument, ist die Hornbach Holding, ja, also die Holding hinter den Hornbach Baumärkten. Ich arbeite ganz gern mit meinen Händen und kaufe das ganz gern, Baumaterial und Werkzeug ein. Die Hornbach Holding ist momentan auch günstig bewertet. Da habe ich ebenfalls ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,5, eine Dividendenrendite von 3%, ja. Und die Verschuldung ist ebenfalls moderat. Also wenn ich auch bei der Hornbach Holding davon ausgeht, dass die Zinsen dauerhaft um 3% höher sein werden, als das die letzten Jahre der Fall war, dann käme auf die Hornbach Holding für die Bilanzschulden eine zusätzliche Zinszahlung von etwa 70 Millionen zu, bei einem operativen Gewinn von 350 Millionen. Das schockiert mich also nicht. Ich könnte mir auch gerade vorstellen, wenn die Leute weniger Geld haben, dass sie eher sogar verstärkt bei Baumärkten einkaufen gehen, weil man vielleicht doch wieder Sachen, die man früher den Handwerker hat machen lassen, das eine oder andere Mal selber macht. Ja. Genau da habe ich mich beim Déjà-vu erwischt. Bei der letzten Finanzkrise hatte ich sehr ähnliche Gedanken und bin dann bei der Baumarktkette Praktika eingestiegen. Ich glaube, damals hatte ich noch nicht so viel Kapital zur Verfügung vor 15 Jahren. Da habe ich damals Aktien im Wert von 500 € gekauft. Ja. Ein paar Monate später war Praktika dann pleite. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt sehr vorsichtig bin mit meinen Überlegungen, weil auf der einen Seite sehe ich bei der Hornbach Holding, ja, eigentlich ganz gute Chancen. Auf der anderen Seite bin ich genau mit den Gedanken schon mal eingefahren, möchte ich auch hier dazu sagen, um noch einmal herauszustellen, was ich eh öfter sage, ja, ich bin keinesfalls unfehlbar, ja, meine Einschätzungen sind das, was ich darüber denke. Insgesamt hat die Börse bei mir in den letzten 16 Jahren sehr gut funktioniert, ich kann mich da nicht beklagen, aber mit einzelnen Aktien bin ich immer wieder mal nicht sonderlich gut ausgestiegen. Eine andere Aktie, die ich mir in den letzten Tagen auch nochmal angeschaut habe, weil die seit Jahren in meinem Depot drin ist, die gilt ähnlicher wie General Mills als eines der stabilsten Unternehmen, das ist Unilever. Auch bei Unilever habe ich, also der Unilever ist der riesige Lebensmittelkonzern, ja, wo also hunderte Marken, die ihr im Supermarkt kauft, dazugehören. Ja. Also ich würde sagen, ein Drittel aller nicht regionalen Produkte, die man im Supermarkt kauft, gehört in der einen oder anderen Weise zum Unilever. Konzern. Unilever ist also eines der Unternehmen, die nach dem Brexit nach Großbritannien ausgewandert sind, was glaube ich auch eine gescheite Entscheidung war. Unilever ist mit 50 Milliarden verschuldet. Das würde also bei 3% zusätzlich analog gerechnet zu den anderen Überlegungen 1,5 Milliarden mehr an Zinsen bedeuten. Ich schaue mir also jetzt auch die Aktien, die in meinem Portfolio drin sind, laufend an. Was bedeuten höhere Zinsen für die?
Gibt es da vielleicht auch mal eine Aktie, die man besser verkauft? Ja? Unilever hat in den letzten 6 Jahren in jedem einzelnen Jahr mehr als 8 Milliarden operativen Gewinn gemacht. Ja? Also 1,5 Milliarden zusätzliche Zinsen im Worst-Case-Szenario. Ja? Das ist schon der schlimmste Fall, den ich jetzt annehme im aktuellen Zinserhöhungszyklus, weil Unilever eine so große Firma ist, dass sie sich auch üblicherweise günstiger verschulden kann als das andere Unternehmen ist. Aber selbst wenn ich von 1,5 Milliarden zusätzlich an Zinszahlungen pro Jahr ausgehe, was also schon der Worst Case ist, ist das beim operativen Gewinn von 8 Milliarden in den letzten Jahren kein großes Problem. Diese Stabilität bei Unilever, wie bei vielen dieser großen, stabil aufgestellten Konzerne, zahlt man auch über die höhere Bewertung. Also nochmal zum Vergleich: Hornbach Holding und Hamburger Hafen war aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,5. Das heißt, wenn ich den Kurs durch den Gewinn rechne, dann kommt da 7,5 raus, oder anders gerechnet, 7,5 Jahre lang den Gewinn zusammengerechnet ergibt den Aktienkurs. Ich könnte mir so vorstellen, dass ich 7,5 Jahre lang alle Gewinne nehmen müsste, um das Kapital, das ich eingesetzt habe, zu erwirtschaften. Hier sprechen wir bei Unilever aktuell von 20. Ja. Also Unilever ist, wenn man so will, fast dreimal so hoch bewertet wie der Hamburger Hafen oder Hornbach Holding, hat allerdings dementsprechend auch Stabilität. Also wenn ich hier auch von Inflationsschutz mit Aktien rede, dann ist Unilever genauso eine Costolani-Aktie, wo man sagt, kann ich heute kaufen, 10 Jahre warten, ja, und die wird in 10 Jahren auch noch was wert sein. Und in der Zwischenzeit kriegt man bei Unilever auch etwa 3% Dividende ausbezahlt. Dann bin ich noch gefragt worden, ein Unternehmen, muss sagen, das kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich finde es ganz nett, welche Ideen da auch ab und zu in den Kommentaren kommen, ja, auch wenn es manchmal jetzt so viele wären, dass ich nicht mehr auf jede Frage eingehen kann. Aber danke für die Kommentare, ich freue mich immer über sowas. Die First Cash Holding, das ist also eine riesige Pfandleihkette in Nord- und Südamerika. Ja, und die Idee dahinter ist natürlich durchaus interessant. Ja. Also wenn zunehmend jetzt aufgrund der Bankenrettung, die eben zu höherer Inflation führen wird, ja, viele Familien finanziell unter Druck kommen, dann könnten also Pfandleiher genau die Zielgruppe sein, die nicht nur weniger unter der Inflation leiden und unter dem Ärmerwerden von vielen Menschen wie andere Firmen, also die stabilen Firmen wie Unilever, sondern sie könnten sogar noch davon profitieren. Ja? Also Pfandhäuser könnten sogar Krisenprofiteur sein. First Cash Holding hat 2800 Filialen insgesamt. Das gefällt mir auch gut. Ich würde also nicht in eine einzelne Filiale von einem Pfandleiher investieren. Das wäre mir viel zu riskant. Mit 2800 Filialen ist das schon ein sehr breites Geschäft. Ich muss allerdings dazu sagen, mir ist es trotzdem zu unsicher. Ja. Also ich habe mich mit vielen Firmen beschäftigt, die ich immer wieder miteinander vergleichen kann. Ja. Heißt nicht, dass man sich dann nicht trotzdem verschätzt. Ja. Aber wie genau jetzt so ein Pfandleihgeschäft funktioniert, auch dort gibt es eine gewisse Ausfallsquote. Also wenn man der das Geld nicht zurückzahlt, ich habe dann das Pfand, aber wenn gleichzeitig viele Leute ärmer werden, kauft auch vielleicht dieses Pfand niemand. Also das ist einfach schwierig einzuschätzen. Da müsste man sich länger damit beschäftigen. Und was man sagen kann, die First Cash Holding ist also, wenn ich die Gewinne der Vergangenheit in die Zukunft fortschreibe, dann rede ich da beim Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 und einer Dividendenrendite von 1,5. Ja. Also wäre die First Cash Holding so günstig bewertet wie der Hamburger Hafen, dann würde ich vielleicht überlegen, ja, dann ist das eine interessante Idee für eine kleine Position. Ja. Nachdem aber für die First Cash Holding ähnlich teuer bewertet ist wie Unilever oder General Mills, ja, müsste ich da also nicht lange überlegen. Ein großer Lebensmittelhersteller ist für mich dann doch über viele Jahre hingesehen deutlich stabiler oder ein deutlich besser prognostizierbarer Geschäftsbereich als eine Pfandleihkette, ja, auch wenn es eine wirklich interessante Idee ist. Also nochmal danke für die Kommentarfrage. Ja.
Ganz am Schluss möchte ich noch einen kurzen Satz sagen. Es kommt öfter, dass sich Menschen wünschen auf dem Kanal, dass ich Sprungmarken mache. Ja. Ich mache das eigentlich ganz bewusst nicht. Ja. Ich möchte also hier kein Kanal sein, der Informationen möglichst prägnant in einer Minute zu einem Unternehmen rausbringt. Kauft diese Aktie oder verkauft es jene? Das möchte ich hier also nie machen. Es sind wie immer auch keine konkreten Empfehlungen, sondern meine Gedanken. Und mir geht es eher darum zu vermitteln, ja, mit 16, 17 Jahren Erfahrung, worauf kommt es an, worüber sollte ich nachdenken, wenn ich über eine Aktie nachdenke, worüber sollte ich nachdenken, bevor ich eine Aktie kaufe. Ja. Ich möchte euch also hier nicht mitgeben, ihr müsst genau das machen oder genau das nicht machen, sondern das ist eigentlich eher eine Anleitung zum selbstständig Denken, ja, um selbstständig mit eigenen Gedanken dann über was nachzudenken. Und dementsprechend verfolge ich hier auf dem Kanal einen ganzheitlichen Ansatz, wo ich also auch ganz bewusst, so wie heute, Vonovia und General Mills vergleiche, ja, also Äpfel mit Birnen vergleiche, ja, aber wie man ein Gesamtportfolio auch gestaltet, ja, so dass sich Chancen und Risiko etwa ausgleichen oder in einem gesunden Verhältnis stehen. Und ich möchte also ganz bewusst nicht zum Kanal werden, wo, wenn man ganz konkret Fragen zu einer Aktie hat, wo man sich das anschaut und dann das macht, das findet ihr ja woanders. Ja. Gut, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Grüß euch.